Mit dem bekannten Slogan »Jede Stunde, jede Klasse« wurde 1979 das wegweisende Konzept des IC 79 eingeführt. Dieser neue Weg wurde eingeschlagen, da die bisher rein erstklassigen Intercities zu diesem Zeitpunkt durch den anhaltenden Fahrgastschwund kaum noch wirtschaftlich zu betreiben waren. Mit der Einführung der zweiten Wagenklasse wurde zudem auch der Takt auf einen Stundenrhythmus verdichtet. Zur Zeitersparnis führten die beschleunigten Züge keine Gepäck- oder Postwagen mehr mit. Die Unterteilung der Wagenreihung in die Blöcke 1. Klasse, Speisewagen, 2. Klasse beschleunigte zudem die Umstiege an Knotenbahnhöfen. Nach dem Erfolg des Konzeptes wurde 1985 das IC-Netz von 4 auf 5 Linien erweitert. Bis heute stellt der IC eine wichtige Zuggattung im Fernverkehr der Deutschen Bahn dar. Die Pico-Wagen zeichnen sich durch ihre passgenauen, schlierenfreien Fenster, die detaillierte Inneneinrichtung sowie feine Gravuren aus. Die Drehgestelle wurden perfekt nachgebildet. Ergänzt werden die konstruktiven Qualitäten durch die perfekte Lackierung und Bedruckung. Nicht nur optisch, sondern auch in Bezug auf die Funktionalität wissen die Pico-Modelle von sich zu überzeugen. Auf der Anlage kommen die hervorragenden Laufeigenschaften voll zur Geltung. Alle Wagen der Serie sind für eine unkomplizierte Nachrüstung einer Innenbeleuchtung vorbereitet und verfügen selbstverständlich über Kurzkupplungskulissen. Mit den feinen und originalgetreuen Nachbildungen dieser wichtigen Wagentypen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis gibt Pico Modellbahnen die Möglichkeit, stilechte Zuggarnituren der 1980er Jahre nachzubilden, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen. Dank höchster Betriebstauglichkeit überzeugen die Modelle auch im angestrengten Schnellzugeinsatz auf der Anlage, wo sie durch ihr unverwechselbar elegantes Erscheinungsbild in jedem Fall zum Blickfang werden.